Magida, der Magdeburger Ableger der rassistischen Pegida-Bewegung, versammelt sich gerade hier auch auf dem alten Markt, um mit ihren Vorurteilen und ihrem Hass durch die Stadt zu demonstrieren. Wir haben uns hier versammelt, gemeinsam mit mehreren anderen Demonstrationen in dieser Stadt, um zu zeigen, ihr Anhänger von Magida seid nicht die Mehrheit, ihr seid nicht das Volk, ihr sprecht nicht für uns in Magdeburg. Ihr seid nicht das Volk! 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 Ich demonstriere natürlich, weil ich gegen Magida, Pegida, auch was immer Ida ist und gar nicht unbedingt, weil ich glaube, dass das alles Nazis sind, sondern einfach, weil ich glaube, dass man, selbst wenn es die Omi ist, die nicht genug Rente verdient oder auch von mir aus die gute bürgerliche Mittelschicht, die Angst vor irgendwelchen Verlust hat, niemand darf die Muslime oder den Islam als solches pauschal dafür verantwortlich machen, dass das der Grund ist, weil das ist so ein Quatsch. Und das wollen wir, denke ich, alle heute hier auf die Straße bringen. Ich denke, eine Islamisierung des Abendlandes, das findet ja auf keinen Fall statt. Und es sprechen so viele Gründe dafür, dass wir die Asylanten aufnehmen sollten und einfach Respekt zeigen den Menschen gegenüber, weil wir würden das genauso fordern. Und ja, deswegen gehe ich hier demonstrieren. Ja. Ich war vorher schon das ganze letzte Jahr auf Montagsdemonstrationen, wo es darum geht, für den Frieden auf die Straße zu gehen, weil wir nicht wollen, dass es voll gespalten wird und gewisse Antipole, Pole sich bilden. Weil ich die Einstellung der ganzen Pegida-Bewegung schlecht finde. Die Ableger dementsprechend auch so, und deswegen bin ich hier. Nee, es sind ja nicht alle rechts, die dort mitmarschieren. Das muss man ja differenzieren. Das sind ja halt nur wütend über die aktuelle Lage in Deutschland. Und ich denke nicht, dass diese Leute alle recht sind. Okay. Aber der harte Kern, der jetzt da stand, naja, von denen würde ich mal, von der politischen Meinung, bin ich noch nicht ganz überzeugt. Ich möchte zeigen, dass ich nicht mit Pegida übereinstimme und ich es schrecklich finde, dass man heute noch von Abendland und Morgenland spricht und man der Meinung ist, man könnte Menschen wegen ihrer Religion oder ihrer Herkunft oder weshalb sie hierher gekommen sind, hier rausschmeißen, weil man denkt, sie würden nicht arbeiten oder alle über einen Kamm scheren. Das finde ich schrecklich. Weil ich für ein bunteres Magdeburg bin und für Toleranz. Und es war sehr schön zu sehen, dass es echt Menschen gab, die auf die Straße gegangen sind, die für ein buntes Magdeburg da sind. Und das hat mir echt Hoffnung gegeben. Ich fand, es war schön wieder zu sehen, dass es liebe, ganz tolle Menschen auf der Welt gibt. Die Veranstaltung Magida ist beendet. Hi, ich bin Isa von Die Wählerischen und ja, die Magida-Demo in Magdeburg ist jetzt vorbei. Es waren 600 Magida-Teilnehmer, dagegen aber 6000 Gegendemonstranten, was natürlich ein großartiger Schnitt ist. Die Magida-Anhänger wollten natürlich leider einen Spaziergang noch machen durch die Stadt, der aber abgesagt werden musste, weil einfach alles blockiert wurde von den Gegendemonstranten. Und das ist gut so, weil Magdeburg bleibt bunt und Magdeburg ist bunt. Wenn euch das Thema interessiert, dann schaut doch einfach nochmal in unserem Themenmonat Asyl vorbei oder die letzten Hangouts an.